Jetzt. Und hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, erneut zu Let's Play Far Cry. Ja, die Framerate ruckelt schon wieder wunderbar. Und wir sind hier in the middle of the jungle and we want to, also wir wollen jetzt hier use the key. Genau, und wir wollen jetzt mal die Soldaten da hinten aufmischen. Die haben uns ja letztes Mal so ein bisschen in den Hintern getreten und uns weggesnipert. Und dafür werden wir jetzt blutige Rache nehmen. So, also, wir werden hier schon wieder zugeredet, zugelabert. Und es ruckelt hier wie es böse. Was ist das denn? Also, so geht das ja nicht. Das ist doof, weil dann muss ich im Endeffekt wieder alles zurechtschneiden. Weil ich hier extern mit Outer City aufnehme. Naja gut, gibt Schlimmeres. So, aussteigen. Gucken, ist hier noch wer? Hallo. Boah. Du bist tot und der andere? Na komm, ich sehe dich doch. Hallo. Ey, warum ruckelt denn das so? Was ist doch für ein Arsch. Da ist noch einer. Hey. Wir hatten jetzt schon wieder geschossen. Na? Ach du. So. Diesmal werden wir nicht da oben lang gehen. Diesmal werden wir uns hier unten eher konzentrieren. Da oben sitzt ja noch einer. Wir werden erstmal hier unten aufräumen. Und dann können wir immer noch zurückgehen. Oh, da sitzen ja schon wieder welche. Ah, da, ich sehe ihn schon im Fenster. Die Drecksau. Diesmal kriegen wir ihn. So, ach, das war ja leicht. Gut, jetzt schauen wir uns hier noch kurz um und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück, nämlich da hoch. Oder gehen wir vorher hier rein? Wir sollen ja hier lang. Oder gehe ich erstmal... Ich denke mal, wir sollen hier zuerst lang gehen, dann gehe ich hier auch erstmal lang. Wenn wir mal nicht so sein. Oh, hier noch alles mitnehmen. Nehme ich das Snipergewehr mit? Könnte ich ja mal, ne? Anstatt der Pistole, wie war denn das jetzt mit X? Ne, mit V? Ne, mit J war das. Genau. So, jetzt haben wir hier das Snipergewehr. Und wir wechseln aber mal wieder auf die Waffe hier. Na? Huh? So. Und der nächste ist tot. Uah, wer schießt denn hier schon wieder? Schon wieder. Was? Von wo denn? Von da hinten? Ach da. Hallo. Oh, legt er sich schlafen. Hat er sich so erschreckt. Gut, dann werden wir mal hier die Lage scannen. Ah, da ist schon wieder einer. Ach, da ist auch einer mit einem Scharfschützengewehr. Oh, guck mal. Ui. Tja. Der guckt sich jetzt die Schlucht von innen an. Ist auch besser so. Ach, und wer schleicht sich denn da schon wieder von hinten an? Ja. Gott sei Dank haben wir den Spinnensinn und erahnen sowas direkt. Da ist ja noch eine Hängebrücke. Och, jetzt geht das hier schon wieder los, dass das so ewig verzweigt ist. Und wen haben wir denn da? Ah, eine Leiche. Gut. Us. Ah, Spinnensinn. Boah, und ruckel, ruckel. Naja gut, diesmal war es nicht ganz der Spinnensinn. Ja, der Gehörsinn. Wie kommen denn da eigentlich noch die? Kommen jetzt hier nach und nach und wir können die einzeln schön abknallen, oder wie? Ah, wen haben wir denn da? Na du? Na du? Na du? Na du? Oh, hast du überlebt, ja? Hast du nochmal Glück gehabt? Boom! Haha! Den hat's... Oh! Den hat's zerlegt. Da kommen ja die Nächsten!
Das ist schön, da freue ich mich. Solange wir hier noch schön Deckung haben, können die uns ruhig angreifen. So, haben wir denn hier noch wen, der noch auf die Fresse will? Hallo? Hallo? Niemand? Gut, dann nehme ich hier noch die Rüstung mit. Und dann kann es auch losgehen, auch wenn das jetzt Verschwendung war. Aber wer weiß, ob wir hier jemals wieder zurückkommen. Wahrscheinlich vergesse ich es dann schon wieder auf der Hälfte des Weges. Und dann war es umsonst. So, hier wurde gespeichert. Aha. Oha. Nein, Glück haben die so schlechte Reflexe wie ich. Oder noch schlechtere. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Oh, die Framerate, Leute. Es ist so, neu ist das Spiel auch wieder nicht und mein Rechner ist nur bei Weitem nicht schwächlich. Mass Effect ist ja auch butterweich gelaufen, ich weiß es nicht. Es hat mich auch schon geärgert, so ein bisschen. Ach, guck mal hier. Eine kleine Falle. Es hat mich auch schon geärgert, jetzt gehen wir erstmal hier unten lang, dass ich hier überhaupt... schön. Dass ich hier überhaupt mit Fraps aufnehmen muss. Warte mal, war da wer? Nö. Denn zuletzt hatte ich ja genau zum Beispiel Hard Reset. Viel höhere Anforderungen, lief auch besser, aber da habe ich auch nicht mit Fraps aufgenommen, sondern mit DX3. Was mir persönlich viel, viel lieber ist, da das ja man da halt nicht Outer City nebenbei laufen haben muss, sondern da das direkt die Audiospur vom Mikrofon mit aufnimmt und beliebig viele Audiospuren, da hätte man sonst noch was zuschalten können. Und da muss man sich um solche Sachen hier wie Ruckler, die dann Asynchronität zwischen Videospur und Audiospur verursachen, keine Sorgen machen. Das ist dann schon alles synchron, weil es im Prinzip schon gleich in einer Datei ist. Und ja, was soll ich sagen, das ging hier aber leider nicht. Ich habe da mit ein paar Einstellungen rumgespielt, mit ein paar verschiedenen Codecs, aber bei allen hat es entweder geruckelt oder es waren tierische Farbfehler drin und ich wusste es. Ach du Scheiße. Ach nee, war doch nicht so schlimm. So, hallo. Aber wir haben ihn erwischt. Wir haben sein Gehirn am Mast verteilt. Oder in dieser Stütze. So, dann werden wir mal auf die Waffe hier wechseln. Mal nachladen. Ist hier noch wer? Ja, und wie gesagt, bei DX3 mit sämtlichen Einstellungen rumprobiert. Allen möglichen Codecs. Und es hat... Jetzt haben wir hier einen Sprengsatz gefunden, den brauchen wir noch nachher da hinten bei dieser anderen Festung. Das wissen wir vielleicht noch, wisst ihr vielleicht noch aus der letzten Aufnahme. Ich weiß es noch, überraschenderweise. Habe ich irgendwas gehört? Ja. Können wir hoch? Ja, hier können wir hoch. Dann gehen wir hier mal hoch. Ist hier noch wer? Hallo. Ah, eine lange Leiter. So, wo war ich? Dixtory, genau, hat alles nicht hingehauen, deswegen musste ich notgedrungen auf Fraps zurückgreifen. Und eigentlich, zum Beispiel bei Siedler 3, da nehme ich gar nicht Outer City nebenbei. Einfach um solche Asynchronitäten direkt zu vermeiden. Man kann ja mit Fraps auch gleichzeitig die Mikrofon-Audiospur aufnehmen, ist ja kein Problem. Mist. Mir fällt gerade was ein. Wir sehen uns gleich wieder, nachdem ich mich hier in Deckung begeben habe, bevor der Sniper mich abschießt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, liebe Freunde des gepflegten Shooters. Da unten wurde er gerade gespeichert. Von daher, bis gleich. Und da wären wir auch schon wieder. Ja, das waren jetzt 2 Minuten, die ich kurz außerhalb des Spiels war und neu laden musste und nämlich eine kleine Einstellung dämlicherweise auch noch direkt vorher eingestellt habe.
Dazu muss ich jetzt das erklären, was ich vorher schon angefangen hatte. Also, hier nehme ich zusätzlich zu Fraps mit Order City auf, was ich zum Beispiel bei Siedler 3 nicht mache, da der Audiopegel bis auf die Kämpfe relativ niedrig ist. Deswegen muss ich da meine Stimme nicht nachträglich abmischen. Zusätzlich würde, ich glaube, Dextery bei Siedler 3 gar nicht funktionieren. So, den haben wir, glaube ich, erwischt. Da war noch wer. Hallo. Na, du willst auch eine Portion? Eine Portion Liebe aus meiner Armor-Kanone? So. Da höre ich doch noch was. Ah. Wo ist er denn? Da, ich sehe ihn sich bewegen. Habe ich ihn erwischt? Da unten ist auch noch einer. Nee, den habe ich nicht erwischt. Aber wir haben ja noch ein paar Schuss. Der bewegt sich immer noch. So, jetzt haben wir ihn, glaube ich, erwischt. Und ihm checkt da noch. Der sich hier irgendwie den Berg hoch bewegt auf möglichst komische Art und Weise. Und jetzt sich nicht mehr bewegt. Aufgrund von Herzstillstand. Hätte er mal seine Tabletten genommen. Ja, wo war ich denn? Ich rede hier schon wieder so viel. Kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Wir waren... Lasst mich überlegen. Ich bin schon wieder völlig verwirrt. Wir waren... Ach genau. Aufnahme hier mit Order City. So, und jetzt endlich mal zu dem Punkt, warum ich hier eben aufhören musste kurz. Ich hatte nämlich vorher bei Fraps vorher extra noch eingestellt, dass er das Mikrofon mit aufzeichnen muss. Was ich aber, diese Einstellung nehme ich natürlich nur bei Siedler 3 immer vor. Und habe jetzt aus Gewohnheit oder weiß ich warum, aus Dämlichkeit, das auch jetzt hier eben kurz vor der Aufnahme noch eingestellt. Und dann wäre nachher beim Abmischen, beim Rendern, beim Schneiden, dann eine doppelte Audiospur. Einmal die aus Order City und einmal die aus Fraps. Jetzt weiß ich noch nicht so recht, wie ich es machen werde. Wahrscheinlich werde ich die Fraps-Spur nehmen, weil die kriege ich nicht mehr raus. Die ist jetzt fest eingebrannt. Und hoffe, dass einfach alles laut genug ist, was ich gesagt habe. Und ab dem Punkt von da hinten, wo ich dann wieder neu geladen habe, da würde ich jetzt die Order City Spur nehmen und die müsste dann auf jeden Fall laut genug sein. Ja, so war das jetzt. Ich hoffe, ihr versteht's. Ich verstehe es selber schon kaum noch. Gut, jetzt werden wir hier ein Loch reinspringen. Oh, schön, wie das Sonnenlicht hier sich bricht. Das ist schön. Sich auskotzt im Prinzip. Gut, welche Knifte nehmen wir denn hier? Ein bisschen Nahkampf. Und dann werden wir mal hier was in die Luft sprengen. Ach, ich wollte ja vielleicht noch... Na hallo, da war doch 5 Sekunden eingestellt. Und eine Granate rein. What did you do? Scheiß falsche Granate. Na toll. Ich wechsle doch lieber auf die Waffe hier. Denn da höre ich schon unsere Freunde. Oder jetzt doch nicht die? Da. Jetzt hier aber. Ah, schon erwischt. Das ging ja schnell. Was wollen wir hier eigentlich? Ach so, Krieger Corp. Ach, guck mal einer an. Hallo, du da. Na du? Komm ich hier durch? Mist. Na, wo willst du denn hin? Hallo? Sehe ich dich vielleicht? Hallo? Oh Gott, die Angst in seinen Augen. Zurecht.
zurecht.